Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Überlebenden Yoichi Asakawa auf dem öffentlichen spielenden Testserver. So, und wir spielen garantiert auch gegen Sadako, also den Onryo. Okay, der Fernseher ist aus. Gut, dann repariere ich hier. Ach ja, stimmt. Die Fernseher starten die Runde immer alle aus. Also die kann sich nicht von Anfang an schon teleportieren. Ja, das gibt's doch nicht. Okay, sie hat sich jetzt, denke ich, aggressiv gemacht. Ja, hat sie. Ich habe rotes Licht, das heißt, sie kann mich schlagen. Okay. Ja, ich spiele wieder mit seinen drei einzigartigen Perks. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich sehe seine Aura, weil er eins seiner lehrbaren Perks dabei hat. Oh, die kommt da ja, die kommt da ja. Boah, ich habe die halt kaum gesehen gerade. Oh, hallo Kollege. Dankeschön. Direkt den Teammate genutzt. So, okay. Ja, ich wollte eigentlich so viel erzählen, aber jetzt wurde ich plötzlich gejagt. Beziehungsweise für euch ist... Egal. Nee, das kann ich schon erzählen. Ich hatte gerade eben schon versucht, eine Runde aufzunehmen und da habe ich ganz viel versucht zu erklären und dann sind halt direkt zwei Leute gedisconnected und da dachte ich mir, schade drum. Na gut, deshalb erkläre ich es jetzt nochmal alles, ne? Genau, was wollte ich... Okay, das hat mich gerade erschreckt. Okay, was würde ich sagen? Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht über diese Videokassetten. Und das würde ich euch jetzt gerne erklären. Das, was ihr hier gerade seht, ist hier der Perk der neuen Killerin. Heißt, wenn ich jetzt einen von diesen Skillchecks nicht getroffen hätte, wäre der Generator über 20 Sekunden lang versperrt. Genau, nee, was wollte ich euch erklären zu dieser Kassette? Wenn ich zu so einem Fernseher gehe, kann ich den Fernseher ausmachen, indem ich da einfach die Kassette rausnehme. Dadurch kann sich Sadako, also die Killerin, nicht mehr zu dem Fernseher hin teleportieren. Was schon sehr mächtig ist, weil bei fast jedem Generator ist auch ein Fernseher in der Nähe. Dort oben ist einer in der Nähe, ja, eigentlich fast überall. Ne? Ich bekomme also direkt so ein Verdammniszeichen. Jetzt müsste man meinen, oh, die Verdammniszeichen sind ja nicht so gut. Ich meine, 7 Zeichen, dann ist man tot. Aber man bekommt nur alle 30 Sekunden ein Zeichen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach, ja, also bis ich alle Zeichen habe, kann ich halt auf jeden Fall mächtig viel reparieren. Ein Generator braucht 80 Sekunden. Heißt, ich kann jetzt hier einfach easy den Generator reparieren. Oh, Leute. Okay, also ich kann jetzt hier einfach easy den Generator reparieren, dann die Kassette einlegen und weg ist das Ganze. Ich glaube, ich weiß nicht, ob... Ich war so jung, ich will nicht sterben. Also ich bin so jung, ich war's nicht, lass mich. Okay, nee, also was wollte ich sagen, ne? Ich kann also einfach direkt zu einem Generator gehen, dann den Fernseher in der Nähe suchen und dir damit die Option wegnehmen, sich hin zu teleportieren. Und danach easy den Generator reparieren und dann in aller Ruhe... Hör auf, so unheimlich zu sein! Ja, was wollte ich sagen? Also ich kann einfach zu einem Generator hingehen, die Kassette rausnehmen, ihr damit die Fähigkeit wegnehmen, sich zum Generator hin zu teleportieren. Und danach in aller Ruhe, wenn ich Zeit habe, einfach die Kassette einzulösen, weil ich bekomme ja nur alle 30 Sekunden ein Zeichen. Heißt, das ist halb so wild, ne? Genau, so viel dazu. Was müsste man auch noch wissen, ne? Jetzt könnte man sich denken, okay, aber was ist, wenn man, keine Ahnung, wenn einem ein Zeichen fehlt und die Killerin, die jagt einen? Oder die Killerin, die stellt sich dann einfach direkt vor den Fernseher, an dem man das letzte einlösen möchte. Kann die einen dann nicht die ganze Zeit einfach easy, ja, jagen und damit dann einfach 30 Sekunden abwarten und einen töten? Nein, denn anscheinend ist es auch so, dass wenn man in der Jagd ist oder wenn man... Ja, die schimmert sich hier hinter mir her. Also wenn man in der Jagd ist oder im Umkreis von 16 Metern zu ihr, dann wird dieser Timer, dass man... tötbar ist durch diese Kassette. Das war ein Fehler. Der wird dann... Oh, sie ist gerade... Jetzt ist sie erst manifestiert, denke ich mal. Nee, ist sie noch nicht. Hat sie sich noch nicht manifestiert. Was macht sie denn? Mich einfach nur ängstigen? Ganz schön frech.
Also ja, das sorgt halt einfach dafür... Nee, die hat sich einfach zu einem anderen Fernseher teleportiert. Okay, nee, also genau, was wollte ich sagen? Das sorgt einfach dafür, dass man, wenn man in der Jagd ist, nicht so große Sorgen haben muss, dass man passiv einen Balken dazu bekommt. Allerdings, man bekommt ja nur einen Balken passiv dazu, wenn man eine Kassette in der Hand hält. Also, wenn man eine Kassette in der Hand hält, ne, dann muss man jetzt nicht so große Angst haben, dass man, wenn man in der Jagd ist, dadurch immer mehr Zeichen bekommt und dann einfach tot ist, wenn sie einfach lang genug abwartet, ne? Genau. Also es ist auch, finde ich, eine gute Mechanik, weil ansonsten wäre es halt so, du hast eine Kassette gesammelt, sie jagt dich und dann, ja, wenn sie halt schlecht in der Jagd ist oder dich halt extra nicht schlägt oder entkommen lässt, ne, dich die ganze Zeit nur verfolgt, dann könnte sie auch einfach dafür sorgen, dass sie dich dann einfach töten kann. Was ja auch irgendwie blöd wäre, ne? Genau, so viel erstmal dazu, ne? Ja, wie gesagt, habe ich jetzt nicht selbst herausgefunden, sondern halt durch Videos von anderen Creatoren gesehen. Wen hatte ich da speziell geschaut? Ich glaube, ich hatte Odds geschaut, ich hatte Otofu geschaut. Ja, ich glaube, ich hatte noch eins, zwei geschaut, aber ich weiß gerade auch nicht mehr. Jeden, verdammt, erbarmungsloser Sturm. Okay, sie ist gedisconnected. Na gut, aber ich würde sagen, hieran kommt noch eine zweite Runde. Nochmal will ich das Ganze nicht erklären, nochmal in eine aufnehmen. Deshalb direkt eine zweite Runde ran, also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. Und ob die Rose-Runde vielleicht ein bisschen länger geht. Jetzt darf es da raus, dann darf ich dafür rein. Okay, danke. So, als allererstes direkt einen Generator suchen. Und, was ich danach auch direkt mache, ne, die Kassette aus dem nahen Fernseher rausnehmen, weil hat ja für mich jetzt nicht so viele negative Effekte, wie ich ja gerade erklärt hatte. Hier muss doch irgendwo ein Fernseher in der Nähe sein. Nee, ich finde keinen. Hä? Ich dachte, die Fernseher sind immer sehr nah an den Generatoren. Okay, krass, der ist hier einfach, weil das halt so eine kleine Indoor-Map ist mit so kleinen Zimmern, ist der einfach mal in einem anderen Zimmer gespawnt. Da kann man sich auch bedanken als Killer, wenn man da rauskommt. Okay, na gut, aber jedenfalls habe ich direkt den Fernseher ausgeschalten, denn wir haben ja gelernt, es ist halb so wild, wenn ich die Kassette in der Hand habe und ich kann einfach den nahen Fernseher ausschalten, dann kann sie sich zumindest nicht direkt zu dem Fernseher hin teleportieren. Ich glaube, es gibt eine Abkühlzeit, wann die Fernseher wieder aktiv werden, also die aktivieren sich nach einer gewissen Zeit auch wieder von alleine. Wie lange die Abkühlzeit jetzt beträgt, weiß ich aber nicht, ne? Genau. Ja, und ich bekomme halt jetzt alle 30 Sekunden ein Zeichen, aber wenn sie mich irgendwie jagen sollte, also ich werde jetzt langsam auf den Weg nach dort machen, wenn sie mich jagen sollte, dann wird ja der Timer mit den Zeichen pausiert, also alles kein Problem. So, den haben wir. Und es geht auch sehr schnell, so eine Kassette einzulegen, das darf man auch nicht vergessen, die ja ist vor mir. Hä, oder was? Hat man, wenn man die Kassette hat, irgendwie zufällig so... Ne, jagt die mich gerade? Doch, jagt sie. Ich wollte gerade sagen, hat man damit irgendwie so zufällige Jumpscares ab und zu? Ja, jetzt kriegt sie den Hit. Oder auch nicht, weil sie zu früh schlägt. Aber ihr seht, der Balken ist pausiert. Ich bekomme kein weiteres Zeichen, weil ich halt jetzt gerade in der Jagd bin. Mit ihr. So. Oh! Ich hing da ganz komisch gerade an dem Felsen fest. Das habt ihr auch gesehen, ne? Verrückt. So, okay. Ich gehe mal Richtung meinen Fernseher. Dann habe ich dann am Ende den Weg nicht so weit, falls er mich in der Nähe aufhängen sollte. Oh, das war ganz cool gemacht von ihr. Ja, sie folgt mir weiter. Ja, das dachte ich mir, dass sie jetzt da lang geht. So, mal schauen. Kann ich schnell genug die Kassette einlegen? Ja. Ihr seht halt, wie schnell das geht, ne? Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt alle Zeichen gehabt. Dann hätte ich jetzt einfach... Ja, ich stelle euch mal vor, ja, ich hätte jetzt alle Zeichen gehabt. Sie hätte mich gejagt, einmal geschlagen oder so. Ich wäre einfach zu meinem Fernseher gelaufen, zack, eingelegt, fertig. Ich meine, das ist halt... Ja, Das zeigt halt auch sehr gut, dass diese ganzen Dinger halt nicht so gefährlich sind, diese Videokassetten. Aber gut, genau, was gibt es vielleicht noch Interessantes zu wissen?
Oh, mein Team, die treuen dort hinten nur. Naja, das ist halt PDB, ne? Die wollen halt eher testen und verrückte Sachen machen. Genau, nee, was gibt's noch Interessantes zu ihr zu wissen, wenn sie in diesem Schimmermodus ist? Also, wenn sie halt nicht sich manifestiert hat, sondern, ja, in diesem Schimmermodus ist, wo sie nicht schlagen kann, ne? Ich weiß halt nicht, ob der einen coolen Namen hat, dann nenne ich das jetzt einfach mal Schimmermodus, ne? Dann in diesem Modus ist sie für 1,5 Sekunden zu sehen und für eine Sekunde unsichtbar. Wenn sie sich dann manifestiert, ich glaube, ist sie noch 4 Sekunden insgesamt. Okay, ich habe extra so getan, als hätte ich Ding, um sie halt, oh, eine Person ist schon gedisconnected. Ach, den kriege ich nicht voll geheilt, nicht mit 10% und nicht, wenn der nicht recovered, ne? Ey, hol dir doch den anderen, da kannst du mir mit deiner Jagdkraft austesten. Na gut, dann nicht, die will es jetzt beenden. Okay, also ja, genau. Also sie ist 1,5 Sekunden sichtbar, danach eine Sekunde unsichtbar, 1,5 Sekunden sichtbar, unsichtbar und so weiter und so fort. Das plus der Fakt, dass sie halt so klein ist, macht es halt echt nicht so einfach, für mich als Überlebenden, sie da auszuspielen. Jetzt hat sich gerade elterliche Vorsorge aktiviert, heißt, ich habe keine Rennspuren hinterlassen. So, die Palette musst du zerstören. Danach würde ich gerne meinen Kollegen... Ah, den werde ich nicht mehr retten können, oder? Oder? Vielleicht schaffe ich es noch. Sie ist, denke ich, jetzt wieder in ihrem Schimmern. Boah! Die ist sich einfach hin teleportiert. Habe ich ganz vergessen, ne, dass sie das auch kann. Okay. Ja, ihr merkt, sie ist halt, man muss sie halt echt gut im Blick behalten. Plus noch dieser Effekt, dass sie sich halt, ne, so unsichtbar machen kann und einen dann fies anschleicht. Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen. Ja, dachte ich mir. Und hier rüber, hepp. Aber immerhin gebe ich hier nochmal eine ordentliche Jagd, ne? Ich meine, für sie ist es ja bestimmt auch frustrierend, wenn halt so viele Leute immer disconnecten. Was heißt immer? Ich meine, man wartet hier 20, 30 Minuten auf eine Runde. Na gut, jetzt hat sie mich. Aber ja, also sie ist 1,5 Sekunden sichtbar, eine Sekunde unsichtbar, ne? So, sie freut sich, dass ich wenigstens ordentlich gejagt habe. Ja, da würde ich mich auch freuen. Ich hätte mir jetzt auch so als Killer gedacht, ach schade, dass die alle auf so einem Platz sitzen. Ach, die will, dass ich nochmal weiter jage. Der hat das Spaß gemacht. Ja, kann ich verstehen. Und ich glaube, für euch ist es auch ganz cool, wenn ich ein bisschen gegen die spiele. Also für mich ist das ja genauso cool. Einfach, weil ich meine, ihr lernt ja dadurch auch was, ne? Und dieser eine Move mit dem Fernseher war schon sehr, sehr cool. Okay, ich werde jetzt versuchen, Kollegen aufzuheben. Weh, die kommt jetzt hier wieder durch irgendeinen Fernseher gekrabbelt. Okay, perfekt, habe ich dich. So. Und weg. Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt... Ja, vielleicht gibt die uns jetzt nochmal so eine kleine... Warte mal, warum kam gerade eben dieses... War hier ein Fernseher in der Nähe? Ich habe Zeichen bekommen. Hat die sich teleportiert? Hey, ich hatte doch vorher keine Zeichen, oder? Vielleicht hat die sich teleportiert. Okay, direkt hier checken. Der Fernseher ist aus. Wahrscheinlich hatte sie sich mal teleportiert. Heißt, ich repariere hier den Generator. Sollte der Fernseher dort angehen, nehme ich direkt das Ding raus. Dadurch kann sie sich nicht direkt neben mich hin teleportieren, weil... Ich meine, klar, sie ist in der Animation, wenn sie aus dem Fenster aus dem Fernseher steigt. Ich habe die gar nicht kommen sehen. Und dabei war sie schon sichtbar. Oh, 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 oh. Schon echt unheimlich, wenn der plötzlich ankommt. Okay. Ah, der andere, der hat jetzt dafür gesorgt, dass er alle Zeichen hat, dass sie ihn halt direkt tot gucken kann. So, der wird jetzt angeguckt und ist damit tot. So, die Sache ist, ich glaube, auf dem PDB, da sterben die noch nicht sofort. Ich habe doch gerade die Falsche gehört, oder? Und dann hat die sich herteleportiert, weil ich habe wieder ein Zeichen bekommen. Boah, verdammt. Ja, gut, komm. Ich würde sagen, sie kann mich nochmal jagen.
Nee, nee, komm, 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 komm. Jag mich. Du willst doch was von deiner Kraft sehen. Komm. Komm, komm, komm. Nee, 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 nee. Komm. Ja. Oh, das war ein dummer Fehler. Okay, jetzt hier lang. Also ich hoffe, sie betrachtet es auch als cool. Ich hoffe, sie betrachtet es auch als cool, dass ich jetzt hier so ein bisschen noch jagen möchte. Okay, Luft ist rein. Ja, ich werde jetzt extra nicht die Falltür nehmen. Vielleicht einfach, weil sie ist vielleicht einfach dankbar. Hey, cool, der Typ dort, der hat wenigstens ordentlich gespielt. Ich hatte ein paar coole Jagden, konnte meine Kraft austesten. Dem will ich jetzt die Falltür geben und dann will sie mir die Falltür geben und dann der rennt ja immer noch weg. Bleib stehen. Nimm die Falltür oder stirb. Das war verdammt gut. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, sie hat sich gerade materialisiert. Ah, bin ich tot? Oh nee, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, um an einem anderen Tag zu sterben. Ah. Okay, komme ich hier? Oh, da hast du keine Palette mehr. Ah, das war mein Tod. Das war mein Tod. Das war mein Tod. Gut gespielt hat sie. So, jetzt kann sie mich killen. Hat Spaß gemacht. Okay, das ist ein bisschen nervig. Wenn man halt das Wiggeln auf diese Skillchecks hat, hat man die ganze Zeit. Dün, 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 dün. Ich muss es nicht mitmachen. Egal. Okay, sie lässt mich wahrscheinlich durch die Falltür. Ja, danke schön. Aber war doch schön, dass wir nochmal gejagt haben. So, warte, ich will durch. Ja, danke. Okay, ich bedanke mich auch gleich für die tollen Jagden, weil ich meine, hat ja schön mitgemacht, ne? For the Chases. Sie hat auch echt gut gespielt. War eine schöne Runde. Ach, da kennt mich jemand. Sehr schön. Good game. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. War echt eine tolle Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.